Liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Clownwelt Nachrichten. Neues aus der Matrix, seriös und sonor präsentiert. Wir gehen ins Ausland und hoffentlich ein letztes Mal nach Kasachstan. Nach der Niederschlagung der Unruhen hat ein von Russland angeführtes Militärbündnis mit dem Truppenabzug begonnen. Die von Russland dominierte Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit habe sozial wichtige Objekte, steht da natürlich, wieder den kasachischen Behörden übergeben, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Die Soldaten hätten ihre Mission erfüllt. Damit überrascht Russland all jene Kritiker, die behauptet haben, es würde sich in der Zentralasiatischen Republik dauerhaft festsetzen. Mit absolutem Unverständnis hat man im amerikanischen Verteidigungsministerium die Nachricht über den Rückzug aufgenommen. Verteidigungsminister Lloyd Austin, früher Vorstand bei Raytheon, wird mit den Worten zitiert, man könne doch nicht diese offenkundige Chance vertun, ein Land nachhaltig zu demokratisieren. Und wir bleiben im Osten. Russland wird beschuldigt, Sabotagepläne in der Ukraine auszuhacken. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, mahnt Russland an, die Außenpolitik der USA nicht länger zu kopieren. Wörtlich sagte sie, das ist doch unser Job. Außerdem, große Gäste des Friedens. Annalena Baerbock hat in Kiew nochmals die Ausrichtung ihres Ministeriums an einer feministischen und wertebasierten Außenpolitik betont. Dabei sei es ihr ganz besonders wichtig, dass angesichts der Verantwortung ob der deutschen Geschichte keine Waffenlieferungen in die Ukraine erlaubt werden. Das überlasse man doch lieber anderen NATO-Staaten wie zum Beispiel Großbritannien. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Pressekonferenz mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov. Pressefreiheit. Das ist auf den Punkt. Panik bei Telegram. Wo der russische Staat mit seiner ganzen Macht und seinen Geheimdiensten versagt hat, haben deutsche Behörden ein entscheidendes Ass im Ärmel. Ihre Bürokratie. Das BKA will Telegram mit Löschbitten fluten. Politik und Behörden werfen dem Messenger-Dienst vor, kaum etwas gegen strafbare Inhalte zu unternehmen. Laut Welt will das Bundeskriminalamt den Druck erhöhen und Telegram mit Anfragen und Löschbitten fluten. Dazu sei das Justizministerium kontinuierlich mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Austausch, wo Telegram seinen Firmensitz habe. Buschmann stellte Telegram ein Ultimatum. Sollte der nächste Zustellungsversuch scheitern, ist der nächste Schritt eine öffentliche Zustellung. Danach können wir dann ein Bußgeld verhängen. Notfalls, so heißt es aus Ministeriumskreisen, will Justizminister Buschmann den Brief persönlich in den Briefkasten werfen. Sollte aber der Telegram-Gründer Pavel Durov bis dahin seine Klingelschilder entfernt haben, sehe sich das BKA vor größte Schwierigkeiten gestellt. Viele Bürger kennen es, sie wollen in ein Restaurant und loggen sich mit der Luca-App ein. Die Erwartungen konnte die App leider nicht hundertprozentig erfüllen. Kritiker bemängelten, dass die App ihre Daten zentral lagert, die Check-in-Historie mancher Nutzer aus den letzten 30 Tagen einzusehen war oder in Mainz die Polizei auf der Suche nach Zeugen ohne Rechtsgrundlage auf Daten aus der Luca-App zurückgegriffen hat. Nutzerdaten konnten außerdem zu leicht de-anonymisiert werden. Mittlerweile haben auch Bundestagsabgeordnete zur Löschung der App aufgerufen. Bei so vielen Pannen sehen sich die App-Entwickler, die von Ex-Rapper Smudo mitfinanziert wurden, doch genötigt, den Preis für den Betrieb großzügig zu halbieren. Bundesländer haben für den Service bisher 20 Millionen Euro gezahlt. Länder müssen sich nicht, wie bisher, für ein volles Jahr auf die Nutzung des Luca-Systems verpflichten, sondern können sich Monat für Monat entscheiden, ob die Gesundheitsämter die Daten nutzen wollen. Ein Bundesland geht jetzt schon mit großen Schritten den Weg aus der digitalen Unsicherheit. Im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf kann das Gesundheitsamt nur noch per Fax kommunizieren. Sicher ist sicher. Aber keine Sorge, Clown-Weltnachrichten bleibt für Sie auch weiterhin im WLAN und im Festnetz erhältlich unter dieser Adresse. Wir kommen nach der Unterbrechung wieder.